MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Herzlich willkommen hier zu dem ersten Match mit der PES 2015 Demo. Falls ihr euch fragt, wie ich das jetzt schon zocken kann, das ist eine interessante Frage. Ich weiß es auch nicht. Ich habe das aus dem PlayStation Store mir geholt und ja, bin auf jeden Fall jetzt mal richtig gespannt, wie das Spiel ist. PES 2015 Demo. Wenn es euch gefällt, gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Und wir schauen jetzt einfach mal direkt rein. Es ist hier die englische Version, deswegen kann ich sie auch schon spielen. Beziehungsweise die asiatische. Hab mir dafür einen Hongkong-Account gemacht und damit mich in der PS4 eingeloggt und konnte dann direkt das Spiel runterladen. So, bin jetzt natürlich gespannt, wie das sich jetzt hier so spielt auf der PlayStation 4. Hab's auf der Gamescom ja auch schon auf der PlayStation 4 gespielt. Und, ja, die Farben sehen ein bisschen grünlich aus. Ich weiß nicht, was es ist. Ist das Aufnahmefehler von mir gerade hier oder sieht das echt so aus auf der PlayStation? Ah, den Ball leider nicht auf Robert Lewandowski bekommen. Schade. Marcelo, okay. Jetzt muss ich mich erstmal an die PES-Steuerung gewöhnen. Ich habe jetzt die Tage wieder nur FIFA gespielt. Oh ja. Zack, boom, drinne. Geht direkt los hier mit Robert Lewandowski. Ein schönes Tor aus, ja, nicht so weiter Entfernung. Schwierig zu halten. Und die Fans drehen durch. Lewandowski klatscht sie alle ab. Schöner Pass. Zack, darauf. Er läuft sich da frei. Da hätte der Verteidiger energischer rangehen müssen. Aber Lewandowski aus der Entfernung, wenn der den nicht reinmacht, das wäre aber auch echt mega tragisch. Okay. Gut, ein bisschen komisch ist es hier in der Demo auf der PlayStation 4. Ich muss zum Bestätigen Kreis drücken, also im Menü. Und Abbruch ist X, das ist genau umgekehrt zu dem, was ich sonst gewohnt bin. Gut. Ah, nein, 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 das war doch ein bisschen zu eigensinnig von mir. Ich habe nicht so richtig die Einstellung beobachtet und jetzt ist da. Dante ist da. Dante sage ich schon. Alaba stand da ein bisschen verkehrt. Ey, wieso habe ich es denn heute mit den Verteidigern? Was ist da los? Alaba hat sich da so ein bisschen vertan in der Verteidigung eben. Gut, Thomas Müller, komm. Oh, shit. Ich wollte tackeln. Ja, das ist das Blöde, wenn man jetzt noch nicht ganz drin ist. Wenn man beide Steuerungen auf Standard spielt, also von FIFA und von PES, dann kann man sich da leicht vertun. Ich komme aber rein, das ist kein Problem. Die gelbe Karte geht dir natürlich klar. War alles andere als fair von mir, wie ich da gespielt habe. So, und Thomas Müller ist da durch. Auf Robert Lewandowski. Vielleicht hier... Ah! Nein. Ich wollte da gerade... Oh, shit, schon wieder. Ja. Ich muss gucken. Tackling. Mit X. Ganz normal X. Und Viereck ist sozusagen zustellen. Und Kreis ist halt Grätsche, ne? Ich muss hier auf X gehen. Auf X. Okay, Urteil, du merkst dir das. X. Gut. Sehr schön. Robert Lewandowski. Jawohl. Auf Ribéry. Oh ja, Arjen Robben. Jetzt hier die Flanke. Mit dem Kopfball. Oh, da versucht Thomas Müller den Ball mit der, ja, wie sagt man da so, mit dem Flugkopfball noch reinzudrücken. Schön. Und zack, drin. Ich habe nicht den höchsten Schwierigkeitsgrad Superstar gewählt, sondern Regular. Hier gibt es nur zwei Möglichkeiten. Regulär. Also, ich denke mal, das wird dann wohl Profi sein oder so. Und Superstar. Ich hätte vielleicht doch Superstar nehmen können oder sollen. Spielen wir hier... Nee, wir spielen hier gar nicht in der Allianz Arena, sondern in dem Konami-Stadion. Okay. Ja, ist noch schwierig zu sagen. Also, hier die Torhüter. Auf der Gamescom habe ich natürlich gegen Menschen gespielt. Also, da sah das ein bisschen anders aus, was die Torhüter so gemacht haben. Fand ich ein bisschen attraktiver.
was die Torhüter dort gemacht haben. Da war nicht jeder Ball auf Mann drin. Aber wie gesagt, ist halt hier auf regulär. Also vermutlich dann Profi. Heißt ja hier auch Winning 11 und nicht PES, Pro Evolution Soccer. Das hat also den asiatischen Namen. Kann sich also eventuell... Ich glaube aber nicht. Ich glaube aber nicht, dass sich das so stark drastisch da noch unterscheidet. Uiuiuiui. Da hält sich... Wer ist das? Benzema? Nee, kann eigentlich sollte es nicht Benzema sein. Ich weiß es nicht. Irgendwer hält sich auf jeden Fall das Gesicht. Doch, Benzema ist es. Riem. Okay. Immer schön schnell die... Pässe und dann auf die Nummer 10. Auf Ramis, was? Oder war das... Wer ist denn das? Wer ist denn hier die 10? Achtung. Ja, Manuel Neuer. Was wir auf der Gamescom erlebt haben, Kamikaze Neuer. Da ist er schön rausgekommen. Fand ich sehr gut. Boah, schade. Fast noch da den Ball mitgekriegt. Die Schwierigkeit ist jetzt hier nicht so überragend. Ah, okay. Ramos hat aufgepasst. So. Also, das kriegen wir hin. Schön. Den Ball da leider zu schlecht gepasst. Aber so, doch, die Aktion war an sich ganz gut. Okay, Robben jetzt hier auf außen. Oh, shit. Da habe ich noch versucht, den Ball noch mir irgendwie dazu... Ja, durchzuspielen, durchzustecken. Man sollte auch mal versuchen, als guter PES-Spieler den Ball nach hinten zu spielen. Das ist immer das Problem, wenn man nur FIFA spielt, da geht es immer nur nach vorne, 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 vorne. Auch mal den Ball nach hinten gehen lassen. Oh, da hat er mir den Ball abgenommen, wieder zurück. Thomas Müller. Gut, jetzt müsstest du eigentlich da laufen oben, Ribéry. Thomas Müller, jetzt die Flanke. Eieieiei. Also, ganz interessant. Spielt sich ganz gut, finde ich. Lieber würde ich es eigentlich gerne nochmal auf dem PC spielen. Wie es da so ausschaut. Oh yeah. Nein, da steht natürlich... Ja, ich weiß gar nicht, wer da dazwischen stand. War das Pepe oder Ramos? Gute Frage, nächste Frage. Ah, die Pässe, ja. Noch alles ein bisschen ungenau. Kriegen wir alles hin, kein Problem. Sergio Ramos. Hier aber 2-0 mit Bayern zu führen gegen Real Madrid. Das ist so ein bisschen, ja, die Revanche zur Champions League. Letztes Jahr. Die Niederlage. Thomas Müller. Wow, der war doch zu lang auf Lewandowski. Schade. Ein Robben hier in der ersten Halbzeit schon fast im Eimer. Oder wie sieht das aus? Also die Frische war da sehr, sehr niedrig. Ronaldo kommt nicht mehr ran. Ja, das war's mit der ersten Halbzeit. Also doch bisher ganz spannend zu spielen. Sehr, sehr schnieke. Macht Spaß. Ich denke mal, kann man machen. Kann man so spielen. Ballbesitz bei uns so... Dass ich das mal erleben darf, dass ich mehr als 50% Ballbesitz habe. Ja, okay. Ihr habt es gesehen, confirm. Mit Kreis, nicht mit X. Begin second half, Gameplan. Wir können mal gucken. Wir sind auf 4-1-2-3, also praktisch 4-3-3, offensiv. Auto-Trigger, Tactical Options. Was ist denn Didde? Defense Custom, aha. Okay. Ich habe den 14er Teil nicht so stark gespielt, deswegen ne, ein bisschen Rücksicht und so. Thomas Müller, eigentlich würde ich ihn lieber weiter vorne stehen haben. Hat jetzt aber auch schon gelb. Sollten wir vielleicht mal überlegen, ihn da auszuwechseln gegen Shaqiri mal. Mario Götze, ja, kann ruhig stehen. Schweinsteiger. Wir haben hier nicht Xabi Alonso gerade, ne? Xabi Alonso ist nicht da. Bernard ist da linker Verteidiger. Contento. Hier seht ihr halt auch nochmal die Stärken der Spieler. Thiago, eine 85. Was hat ein Schweini? Eine 87. Wollen wir ihn mal vielleicht tauschen gegen Thiago? Thiago da auf dem
Defensiven nur 81. Ah, wir können ihn doch mal. Ah, Rode. Ja, Rode ist auch mal vielleicht nicht. Ah, würde auch mal gerne spielen lassen, den Rode. Martinez. Wollen wir Thiago reinbringen? So, und dann machen wir das so, dass Back. Player Details. Eigentlich würde ich ihn gerne einstellen. Also, wie ging das denn hier nochmal? Eigentlich kann man so sagen, dass er da seine starke Position spielen soll. Okay, probieren wir es einfach mal. Zweite Halbzeit geht los. Und ich bin gespannt. Also, Robben, den hätte man nehmen können. Jetzt da bitte einen ran. Gut, haben wir. Alles kein Problem. Ja, wie gesagt, den Schwierigkeitsgrad kann man natürlich etwas höher wählen. Profi, denke ich mal, wird hier nicht uns so krass fordern. Oh, auf den Ball! Auf den Ball! Nein! Er hat sich ein bisschen weggedreht und dann kam natürlich da meine Grätsche. Die war tatsächlich sogar beabsichtigt. Franck Ribéry, hier sehen wir ihn. Detailgenau. Stadion sieht okay aus. Ich finde die Fans nicht so ganz hübsch. Also, kann vielleicht an der PS4 so liegen, aber ich fand das bisher nicht so mega hübsch. Oh, das war ja richtig grauenhaft. Der Pass hätte echt besser kommen können. So, jetzt hier unten. Jawohl. Und da schicke ich Ribéry. Der kommt sogar ran, der kommt sogar ran. Nein! Oh Mann. Schöner Pass und Lewandowski hätte da sofort ablegen können. Hat er auch getan. Spielt aber am Tor vorbei. Robert Lewandowski. Mann. Ihr seht, hier spiele ich ohne Skill und ohne Komma. Ribéry. Nein, da wollte ich das schön machen. Ich wollte nicht einfach hart raufziehen oder so, sondern ich wollte hier mal reinschlenzen. Ich wollte mal schön reinschlenzen. Oh, da steht einer dazwischen. Okay. Habt ihr es gesehen? Er hat erstmal abgewartet, geguckt, was ich da so mache. Ah, okay. Also aus der Position kann man natürlich auch mal einen Schlenzer probieren. War aber eigentlich nur direkt auf den Torwart gespielt, also von daher kein Problem für diesen. Ah, ja. Ribéry mit dem Schuss aus der zweiten Reihe, könnte man fast sagen, am 16er Rand. Leider daneben. Okay, also bisher macht es mir ziemlich Spaß. Spielt sich recht flott im Gegensatz zu zum letzten Teil. Also man muss sagen, es ist nicht ganz so krass simulationsartig, wie man das zuletzt angenommen hat. Es ist doch einiges arcade-lastiger geworden. Zumindest was auch die Reaktion der Spiele angeht. Letzte Saison hatte man, oder letztes Jahr, letztes Spiel, letzten Ableger, hatte man das Ding ja mal so. Du drückst da den Schießen- oder Passknopf und dann legt er sich erstmal noch 3-4 Schritte den Ball vor und überlegt noch, ach Mensch, will ich heute eigentlich noch spielen? Nee, heute ist Sonntag, heute mag ich gar nicht. So, und dann ist der Ball schon dreimal weg, ne? Also zumindest für mich als Noob war es so. Und ja, jetzt fühlt sich das wesentlich besser an. So, eigentlich hätte ich noch gerne ein Tor. Ja, schade. Iker Casillas hat da die Pille. Wirft den Ball und den holen wir uns hier wieder. Benzema jetzt am Ball. Shaqiri wird dort angegangen. Ah, nein. James Rodriguez. Was? Nö. Freundchen, da war nichts. Freundchen. Ah, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Für mich sah das eher nach. Ging jetzt aus. Ja, und der Afro ist halt genauso wie in den alten Teilen. PS 2013 und so weiter. Oh, nein. Das erinnert mich an den lieben und guten Zutina mit dem blauen Afro. Blau? Ich glaube ja.
Ah, ja, ja. Irgendwann ist doch ein Ende immer beim Dribbling angelangt. Okay, also da ran bitte. Da tackeln wir den zu zweit. Super. Oh, viel zu hart. So hart war das praktisch. Der war gut, ne? Okay. 2 zu 0. Kann man so machen. Muss man aber nicht. Ihr seht, die Jungs sind ein bisschen unfrisch. Ribéry. Robben! Nein! Ein Robben, gar keine Energie mehr. Pass mal auf, wir gehen auf den Gameplan. Wir wechseln aus. Und tauschen da mal Shaqiri mit Robben. Und hier bringen wir rein... Ist das Attacking Midfield? Was? Ihr spinnt ja. So. Ja. Dann war es das hier mit den Auswechslungen. Robben ist einfach echt viel zu schwach. Ihr seht, keine Energie mehr. Warum die so schnell leer sind, leer gelutscht, weiß ich nicht. Schön. Und an den Pfosten geklatscht. Das Ding. Okay. Wird nochmal ausgewechselt jetzt hier. Liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass meine Mannschaft komplett ausgelutscht ist, weil ich viel sprinte. Bin ja so ein Pace-Noob, wie man das auch von mir kennt. Oh. Hat in der ersten Halbzeit schön zwei Tore gelegt und jetzt hier. Das gibt's ja nicht. Zu dritt nicht den Ball abgenommen. Jetzt muss hier David Alaba gut aufpassen, aber zum Glück haben wir Manuel Neuer im Tor. Der haut die Pille ab nach vorne. Super. Auf außen gespielt zu Marcelo. Shaqiri will da den Ball. Schade, eigentlich sollte auch eben gerade gar nicht der Ball so auf die Außen gehen. Bam, legt er ab, okay. Oh, das war schlecht von mir. Ja, war aber auch schwierig. Aus der Position den Ball hätte ich vielleicht noch durchlassen können. Für Franck, der da jetzt hier schon praktisch im roten Bereich ist. Kurz vor Kapsel, Bänder und alles. Dehnung, Ausreißung. Also irgendwann ist alles gerissen. So ist es halt. So, Modric. Luka Modric. Super, Franck, Ribéry. Kann sich nicht durchsetzen. Ist zu unfrisch. Ist komplett fertig. Sagt sich jetzt hier, nee, Leute, 2-0, da habe ich keinen Bock mehr. Alles klar. So, zack. Ah, was mache ich denn da? Was mache ich denn? Was mache ich denn da? Okay, wir kriegen mal einen Freistoß. Hätte man gerne auch schnell ausführen können. Will ich den mal direkt aufs Tor setzen? Pass mal auf, ich setze den mal... Ah, zu hart. Und damit ist das Spiel vorbei. Ja, also, ist doch ganz nett. Hier die Gesichter. Sieht doch alles ganz schick aus. Gefällt mir zumindest auch vom Spielerischen grafisch. Ja, also ich finde es okay. Macht Spaß zu spielen. Sieht ganz okay aus, aber jetzt nicht überragend. Weltklasse, könnte ich sagen. Von der Grafik her finde ich doch tatsächlich, dass es nicht ganz so mega krass gut aussieht. Aber das kann vielleicht mein persönliches Empfinden sein. Ja, und damit sage ich vielen Dank fürs Einschalten und ich hoffe, wir sehen uns dann in dem nächsten Spiel wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.